Friends und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich habe das schon öfters mal irgendwo gesehen und wollte mal ein Video drehen mit nur reduziertem Make-up. Also das ist halt jetzt so Make-up, was entweder rausgeht aus der Kollektion oder einfach so im Sale ist, weil es Angebote gibt oder so. Und die meisten Sachen sind, glaube ich, von Essence und Catrice, weil die gerade so momentan ihr Sortiment ein bisschen aussortiert haben, neu gestaltet haben. Und gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr keine Uploads auf meinem Kanal verpasst. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. So, beginnen wir mit dem ersten Produkt und das ist der So Cozy Cold Cream Primer von Revival Loves Me. Der war einfach untergesetzt. Ich weiß nicht, ob der aus dem Sortiment geht. Auf jeden Fall hat der 1,99 € gekostet. Ich schreibe immer hier unten in die Ecke die Preise. Und dann würde ich mal sagen, probiere ich das einfach mal aus. So, mein Spiegel habe ich auch. Natürlich darf mein Haarreifen nicht fehlen. So, jetzt kann es losgehen. Also, die Konsistenz ist einfach nur so ein weiße Creme. Mal gucken. Ich wollte den Concealer wieder nur auf einer Seite benutzen. Okay, wir tun jetzt mal einfach so, als hätte ich da nichts drauf gemacht. Ich habe da nichts drauf gemacht, okay? Also die Konsistenz ist einfach wie so, als wäre das so eine Sonnencreme oder sowas. Also fühlt sich ganz komisch klebrig an, aber mal gucken. Also glänzt auf jeden Fall jetzt ja die Seite und mal gucken, ob jetzt die Poren hierauf minimiert werden oder wie sich das auf jeden Fall mit der Foundation verhält. So, und dann legen wir los mit der Foundation. Das ist jetzt die Poreless Perfection Mousse Foundation von Catrice in der Farbe 005 Warm Ivory. Das war jetzt die hellste Farbe. Ich bin gespannt, ob es für meinen Hautton was ist, weil, ja, ich bin halt, wie man sieht, ein bisschen hell. Und deswegen einfach mal gucken. So. Alter! Ich krieg da nichts rausgequetscht, das ist voll schwierig. 2000 Jahre später. Oh Gott, Alter! Seht ihr das? Das sieht aus, als würde ich gerade Leberwurst oder so rausquetschen. So auf meiner Haut halten? Alter. Ich habe Angst. Und es ist zu dunkel. Es ist dezent zu dunkel. Nein. So, also mit dem Pinsel komme ich nicht gerade so gut weiter. Ich mache jetzt etwas, was ich seit vielen Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich trage die Foundation mit meinen Händen auf. Also, so sieht das jetzt aus. Erstmal davon abgesehen, dass die super krass dunkler ist als mein Gesicht oder besser meine Haut. Die Konsistenz ist total eklig und man kriegt das Produkt kaum aus der Verpackung raus. Und auftragen ist der Horror. Es kommt nicht mit den trockenen Stellen klar. Klar, weil es ein Mousse ist. Und deswegen, das wird dann total fleckig. Und da man es so schwer auftragen kann, ist es auch überall so streifig im Gesicht und ja,
Kein Wunder, dass das Produkt aus dem Sortiment geht. Also, das kann ich wirklich nicht weiterempfehlen. So, einen Concealer habe ich leider nicht gefunden. Also, war nicht dabei bei den reduzierten Sachen. Ich habe wirklich die ganze Woche danach gesucht, aber es gab keinen reduzierten Concealer. Und ein reduziertes Puder gab es leider auch nicht, was total scheiße ist. Ah. Ich brauche Puder. Aber gut, wir machen dann jetzt einfach mal weiter mit den Augenbrauen, würde ich sagen. Und dafür komme ich ein bisschen näher. So, jetzt kann man mein wundervolles Make-up erkennen. Yay! So, und für die Augenbrauen habe ich gleich zwei Produkte. Einmal, die finde ich richtig interessant, das ist die Professional Brow Palette von Catrice in der Farbe 010 Light to Medium. Und die ist richtig interessant, weil die hat zwei Highlighter, sechs Puder und sogar ein Wachs. Also, so sieht die aus. Ich mache mal die Folie hier ab. Dann kann man es besser erkennen. Also, so sieht das hier aus. Und ja, ich würde das dann mal ausprobieren. Aber ich habe auch noch von Catrice einen Stift. Und zwar ist das der Browcom Pro Micro Pen. Das ist so einer mit so Zacken. Und der sieht zwar sehr rötlich aus, ich habe ihn in der Farbe 030 Medium Brown genommen, weil ich wollte jetzt nicht mehr so dunkle Augenbrauen machen, weil ich ja jetzt wieder blond bin. Deswegen, ja. So, sorry, ich bin gerade angerufen worden. Ich wollte jetzt diesen Pen ausprobieren und mal gucken, wie der so funktioniert. So, also wie ich gesagt habe, sehr rötlich und der zeichnet irgendwie nicht so richtig. Also ich habe es jetzt hier mal so ein bisschen ausprobiert, zeichnet der nicht richtig mehr jetzt. Und sonst, die Striche sind eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, irgendwie geht da sehr schnell die Farbe von irgendwie leer und wie gesagt, auch sehr rötlich. Das mag ich auch nicht so. Dann benutze ich jetzt einfach mal die Palette hier und mal gucken, welche Farbe nehme ich davon. Ich glaube, ich nehme Ash. Einfach die helle für vorne und die dunkle für hinten. Also ich muss ja sagen, guckt euch mal diese Augenbraue an. Die sieht voll cool aus. Also, das ist echt gut. Ich kann da echt nichts gegen sagen. Ich glaube, ich mache einfach mal die Augenbraue auch so. So, und dann probiere ich jetzt mal den Highlighter, der hier drin ist, den da. Der Highlighter ist, finde ich, auch sehr hübsch. Nicht zu stark, also nicht zu krass pigmentiert, aber ja, finde ich sehr schön. Und jetzt habe ich ja auch noch dieses Wachs hier drin und ich muss mal gucken, womit ich das auftrage. Ich glaube, ich benutze einfach diesen ganz normalen Augenbrauenpinsel und versuche das hier irgendwie aufzunehmen. Ich glaube, das klappt. Zu dem Wachs kann ich so viel sagen, das ist sehr fest, also wirklich sehr, sehr festes Wachs, was man ja schwer rauskriegt aus der Verpackung und deswegen krümelt das auch so ein bisschen auf der Augenbraue. Aber sonst finde ich eigentlich, das ist sehr gut. Also es ist jetzt nicht so bombenfest am Gesicht dran geklatscht oder so, aber es sieht ganz gut aus, finde ich. So, dann kommen wir zu zwei Paletten, die ich geguckt habe. Und zwar haben wir hier einmal die Pro Slim Eyeshadow Palette in der Farbe Neon Earth von Catrice.
Die sieht einmal so aus, aber leider ist die etwas zerstört worden. Also ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Auf jeden Fall habe ich die gekauft und erst an der Kasse gesehen, dass die so aussieht. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich vielleicht ein bisschen was davon ausprobieren, aber auf jeden Fall nicht die Glitzer-Lidschatten. Und welche dann noch im Angebot war, war aber diese Palette. Und zwar ist das die Smoky Shadows Eyeshadow Palette von Revive Loves Me. Die hat, wie der Name schon sagt, ganz viele dunkle Farben. Und das ist halt so eine Palette, die ich noch gar nicht habe. Also ich habe immer nur so relativ helle Paletten. Und deswegen war ich ein bisschen gespannt auf die. Und ich glaube... This is mein Schema. Ey, das ist genau meine Welt. Oh mein Gott. Und ich glaube, weil ich heute grau anhabe, würde das auch ganz gut passen. Deswegen würde ich gerne die ausprobieren. Aber die kann ich auf jeden Fall... Kann ich, wenn ich irgendwie Glitzer haben möchte, kann ich ja auch mal ausprobieren. Wenn ihr die unbedingt ausprobiert haben wollt. Dann gucke ich mal. Also die hat viele matte, aber auch sehr viele Glitzerfarben. Ich glaube, ich mache so einen Grau-Schwarz-Look. Fände ich ganz geil. Deswegen gehe ich als erstes in Scream and Shout. Das ist einmal der Ton hier. Das ist so ein gräuliches irgendwas. Und ja. Das benutze ich jetzt einfach für die Lidfalte benutze ich das. Also was ich schon mal sagen kann, die Pigmentierung ist mittelmäßig. Also die ist jetzt nicht sau schlecht, aber auch jetzt nicht die beste, die ich bis jetzt getestet habe. Also man kann sie aufbauen, wie man sehen kann. Und ja... Mal gucken, wie es mit dem Verblenden ist. So, ich glaube, ich möchte für mehr Tiefe ein bisschen mit diesem Schwarz hier arbeiten. Ich kann, glaube ich, den Namen nicht aussprechen. Onyx, glaube ich, wird es ausgesprochen. Auf jeden Fall ist das ein sehr schöner Schwarz-Dunkel-Grauton. Den benutze ich jetzt einfach, um mein... um ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich zum Ausblenden benutze. Ich glaube, dann nehme ich diesen Ton hier, Millennial. Der ist schön hell, so ein helles Grau-Beige. Und damit blende ich jetzt einfach diesen anderen dunkelgrauen, hellgrau irgendwas tun aus. So, und dann geht es jetzt an die Glitzerfarben. Boah, ich finde die irgendwie alle voll geil. Ich glaube, ich benutze einmal Fearless und Hurricane. Weil das ist einmal hier so ein etwas dunkler und ein etwas hellerer. Den helleren, also Fearless, setze ich hier vorne drauf und den anderen hier. Ja, mal gucken. Also ich habe leider schlechte Erfahrungen mit Revive-Lidschatten, also Glitzer-Lidschatten gemacht. Und ich glaube, es wird nicht besser. Okay, gut, ich habe ja nichts gesagt. Also Hurricane fegt mich gerade um. Der hat so eine nasse Textur und sieht auf dem Auge sehr schimmerglitzerig aus. Und natürlich, so wie immer, versuche ich auch den Glitzerton anzusprühen. Deswegen mal gucken. Oh.
Oh mein Gott. What is that? So schön. Oh mein Gott. Ich zeige euch gleich noch eine Aufnahme, also keine Sorge. Aber ich bin gerade so geflasht, wie geil der nass aussieht. Oh mein Gott. Ich muss gerade auf mein Leben klarkommen. Alter. Okay, die wollen es wissen. Ich nehme jetzt einfach nochmal diesen etwas dunkleren Grauton und mache den unter die Wasserlinie. Und dann wollte ich noch für den inneren, also für den Augenwinkel hier, dann nehme ich, glaube ich, Legendary. Das ist einmal dieser helle Ton hier, der aber glitzert. Der andere daneben ist matt. Deswegen, ich wollte aber einen Glitzerton. Deswegen benutzen wir auch einfach mal den. Okay. Super, super schöne Palette. Also muss ich schon sagen, das wird, glaube ich, sogar relativ mein Favorite werden, weil, hey, dieses Augen-Make-up, das ist so krass schön. Also wer Smoky Eyes haben möchte, kann ich echt nur empfehlen. Und die Optik ist natürlich auch mega geil. Also ich liebe Marmor, deswegen. So, dann kommen wir zu Eyeliner. Und zwar habe ich da von Revital Loop den Cat Eye Eyeliner Pen geholt. Der ist einfach ganz normal schwarz. Und der hat so eine Filzstiftspitze, so eine schräge Filzstiftspitze. Ich bin mal gespannt, wie ich damit so zeichnen kann. Also man kann auf jeden Fall Linien damit ziehen, wie man sehen kann. Nur ob die so dünn dann werden, das ist wieder so die zweite Sache. So sieht jetzt der Eyeliner aus. Wie gesagt, wenn man wirklich präzise damit zeichnen möchte, dann ist das eher schwieriger. Also damit kann man nur so richtig dicke Linien ziehen und deswegen, das ist dann nur für Leute, die dann so ein dramatisches Make-up machen wollen, so wie jetzt das hier zum Beispiel. Es ist sehr dramatisch. Und ja, deswegen, ich mache schnell noch auf der Seite. Also, so, jetzt habe ich auf beiden Seiten meinen Eyeliner. Und ja, wie gesagt, also sonst Härtetest hat er überstanden. Er hat über den Glitzer-Lidschatten gemalt. Er ist auch immer noch schwarz. Das ist auch immer sehr wichtig. Und ja, man kann halt nur einfach keine präzisen Linien damit zeichnen. Aber sonst habe ich nichts gegen einzuwenden. Also schöner Eyeliner. So, dann kommen wir zu einer Mascara. Das ist die Clean ID Volume Mascara. Also auf jeden Fall von Catrice ist das ein Mascara. Und ja, der hat ein relativ normales Bürstchen, also nichts Besonderes, einfach ganz normal. Und ja. Okay. Die trennt die Wimpern sehr, sehr schön. Man kann es nicht erkennen. Ich habe leider so blöde Wimpern, die so geradeaus. Ich kriege die nicht mal mit einer Wimpernzange hochgebogen. Aber ich kann das hier so in meinem Spiegel erkennen und die sind super getrennt. Also muss ich schon sagen, sehen sehr schmal deswegen ja aus, weil auch gar nicht so viel Produkt auf den Wimpern drauf ist. Also ich finde die echt schön. Also ja, wie gesagt, die finde ich super schön, trennt die Wimpern richtig super. Die Wimpern sehen richtig natürlich aus, also wie gar nicht getuscht eigentlich. Deswegen, warum wird die rausgenommen? Ich meine, gut, die ist jetzt nicht wasserfest, deswegen ja, gehen die halt dann schneller ab, aber sonst finde ich die super gut, so für ganz normale Mascara. Also ich habe da nichts gegen zu sagen. So, und da wir bei dem Thema Wimpern sind, ich habe sogar
falsche Wimpern, also Fake Lashes, im Sale gefunden. Und zwar sind das diese hier. Die sind von BH, die Tiana Lashes. Und zwar habe ich jetzt dann die Lashes Queen genommen. Und die sehen super schön natürlich aus und haben einfach nur 2,95 gekostet. 2,95, also musste ich mitnehmen. Also die sehen so aus, sehr schön. Die sehen so aus, so zwei Reihen, also das kann man sehr schwer erkennen. Die sehen auf jeden Fall super natürlich aus und ja, die werde ich mir jetzt einfach mal drauf machen, mal gucken. Da kann ich dann auch gleichzeitig das andere Produkt benutzen, was ich hier noch gefunden habe. Und zwar ist das von Catrice, das 4/Tool Set. Da ist eine Schere, weil klar, man muss ja die zurechtschneiden. Dann eine Pinzette und so ein Wimpernbürstchen ist das, glaube ich. Ich kann mal nachgucken, was hier steht. Wimpernschere zum Kürzen, ja. Dann Applikator für das präzise Greifen und Anbringen der künstlichen Wimpern, also Pinzette halt. Und eine 2-in-1 Bürste und Kamm für das Separieren und Formen von Wimpern. Okay. Bin ich mal gespannt. Das war halt, wie gesagt, auch im Angebot. Jasmin 19 scheitert an einer Aufziehtasche. Also dann benutze ich, glaube ich, sehr schön fest. Also kann man bestimmt gut greifen. Dann gucken wir doch mal. Die Schere sieht auf jeden Fall auch voll lustig aus, weil die hat hier keine Spitzen vorne, sondern die ist so abgerundet. Finde ich eigentlich ganz gut. Gut, die schneidet auch vorne, das ist auch sehr gut. Ich benutze, by the way, immer diesen Kiss-Kleber. Das ist der Strip-Lash-Kleber, weil ich den sehr gut finde von Kiss und deswegen benutze ich den. Also was ich jetzt schon mal sagen kann, man muss die Wimpernzange hier, diese von Catrice, sehr krass zusammendrücken, was auf Dauer echt weh tut. Und ja, so richtig halten tut die auch nicht. Okay. So sieht jetzt das fertige Augen-Make-up aus. Also wie gesagt, sehr natürliche Wimpern und ja. Und diese Tools, also die Schere ist gut, die Bürste auch, nur halt mit der Zange bin ich gar nicht klar gekommen, also wirklich gar nicht. Und deswegen, ja, das ist so ein kleiner Fail. Dann kommen wir zum Highlighter. Und zwar gab es leider keinen Bronzer und auch keinen Blush, der irgendwie runtergesetzt war. Deswegen habe ich zwei Highlighter gefunden. Einmal von Catrice, der High Glow Mineral Highlighting Powder. Das ist jetzt die Farbe 040 Pearl Glaze. Oder ich habe auch noch diese Palette hier, die ich super schön finde. Das ist die Luminize Highlight and Bronze Glow Palette. Und ja, ich meine, es ist jetzt nicht so meine Bronzerfarbe, aber ich kann es mal gerne ausprobieren. Deswegen, ich glaube, ich probiere die jetzt einfach mal als Bronzer irgendwas aufzutragen. Mal gucken, weil ich weiß nicht, so Glitzerbronzer ist einfach nicht so mein Style, meine Welt. Also, wie man sehen kann, sehr schöne Farbe. Ich sehe auch gar nicht, dass es so krass glitzert. Also es glitzert gar nicht eigentlich. Heftig. Und dann benutze ich jetzt einfach den hellsten hier. Als ganz normaler Highlighter halt. Oh mein Gott. Kann man das erkennen? Heftig. Also der Highlighter ist mal richtig schön. Also das kann man ja hier sehr gut erkennen, wie krass der einfach ist. Und ja. So, und dann kommen wir auch schon zu den Lippen. Das ist von Catrice der Demi Matte
090 Forbidden Morphe? Keine Ahnung, das klingt französisch. Auf jeden Fall ist das so ein matter Lipstick oder ja. Der sieht so aus, also hat diese Farbe, also sieht richtig interessant aus, der hat so eine richtig interessante Textur und der riecht so gut, oh mein Gott. Und den trage ich jetzt einfach mal auf. So, also so sieht jetzt der Look aus, ich bin mega überrascht, also was ich auf einmal jetzt auch für Favoriten für mich entdeckt habe. Und ich habe auch noch ein Spray, das ist jetzt das Hydrating Prime and Care Spray Refresh the Skin mit Aloe Vera, Matcha Tea und Panthenolöl. Ja, ist von Catrice, davon gab es zwei, ich habe einfach dieses blaue jetzt mal genommen. Und das soll ja eigentlich ein Prime Spray sein, aber... Das kann man, glaube ich, auch so nehmen. Ich guck mal gerade. Kann als Grundierung unter dem Make-up verwendet werden oder nach dem Abschminken, um die Haut zu erfrischen. Ja gut, ich benutze es einfach als Fixing Spray, weil ich halt kein anderes Fixing Spray gefunden habe. Deswegen benutze ich das jetzt einfach dafür und ja. Also auf jeden Fall riecht es sehr gut. Also muss ich schon sagen. Und ja. Wie gesagt, so sieht jetzt mein Look aus. Ihr seht jetzt hier auch gleich mal eine Nahaufnahme von allem. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was für euch entdecken. Ich meine, gut, das waren jetzt wahrscheinlich die meisten Produkte, die aus dem Sortiment rausgegangen sind. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr sowas vielleicht öfters sehen wollt. Oder schreibt mir gerne mal, was ihr sonst noch so sehen wollt. Zum Beispiel auch, was ich auch öfters gesehen habe, Make-up mit den schlechtesten Bewertungen oder den besten Bewertungen. Und dann schreibt mir auch gerne den Laden dazu, also bei wem ich das raussuchen soll. Dann würde ich sagen... Sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!